einer Höhe ist Pflicht. Das muss wenigstens noch sein. So, dass wenigstens die Decke ein bisschen höher ist. Ja, ich habe schon eine Idee, wie ich das mache hier. So. Das machen wir hier zu. Das haben wir ja so gesagt. So, gucken wir mal, ob das reicht. Das müsste doch eigentlich schon reichen hier. Ja, noch einen in die Tiefe gehen wir. Man muss es ja nicht übertreiben, aber so ein bisschen Komfort muss der Herr ja dann auch haben, der hier wohnt. Was heißt der Herr? Der Kommandant? Der Herr Kommandant, kann man auch sagen. So. Und hier habe ich folgenden Schlag vor, so einen kleinen Radikalschlag. Das hier ein bisschen so zu machen. Genau, so wird der Kram dann gemacht. So. Oh, wir müssten mal wieder rein. Entschuldigung, ich war jetzt gegen Ende sehr schweigsam. Seid mir also nicht böse. Was heißt gegen Ende? Ich war jetzt sehr schweigsam kurz mal, weil ich so nachgedacht habe. Das passiert. Soll es geben, dass man manchmal nachdenken muss. Ja, sieht trotzdem nicht beschissen aus. Wir müssen dann nämlich hier hoch. Und ich glaube, das hier müsste man nochmal wegmachen. Weil hier, das wird die äußere Mauer. Ich dachte, dass wir das dann so eine Stufe kleiner machen, aber wir machen es dann doch nicht so. So. Zwei. Drei, vier. Wir machen dann aber bodenhohe Fenster. Das ist eigentlich ganz cool. Und hier kommt das dran. Bodenhohe Fenster mit. Genau. So. Hier drüben. Ziehen wir eine Wand rein. Und hier oben kommt dann. Genau, kommt dann der Krimskrams hier drauf. Da bräuchte man mal ein Stückchen Erde, wo man sich draufstellen kann. So, und jetzt wird das weggemacht, hier der Kram. Und runterspringen müssen wir leider gleich auch mal, um unten den Kram einzusammeln. Kram, mein absolutes Lieblingswort. So schön eingefügt, wie man sieht. So, da müssen wir noch die Decke austauschen, hier die Wand austauschen. Dann sind wir eigentlich schon durch. Dann kommt das Glas rein, die Glasscheiben. Dann kommt hier auch noch eine Truhe mit einer Waffe und einem speziellen Helm. Ich will da keinen Lederhelm reinmachen, sondern einen richtigen Helm. Also einen, nicht einen Eisenhelm, sondern als Zeichen des Ranghöchsten möchte ich einen goldenen Helm reinmachen. Ich muss gucken, ob wir auch genug Gold haben. Ich gehe mal davon aus, einfach. So. Das Schöne ist, hier könnte man echt noch wie so ein kleines. So ein kleines Dachding hinmachen, aber
Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob das Pluspunkte bringt, sag ich mal. Haben wir noch? Nein, haben wir nicht mehr. Wir haben sie nicht mehr. Eins, zwei. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei. Das doofe Gezähle immer. Und 13 Brick Sachen werden leider auch nicht mehr reichen. Schade. Schade, das. Hey, Mensch, schön hier rückwärts runtergelaufen. So, der Vollständigkeit halber. Geht das jetzt schon wieder runter? Kann doch nicht wahr sein. Man könnte hier echt so eine Tür rein. Oder kann ich so rausgehen? So, eins, zwei. Dann ist es zwar nicht groß, aber du hast auch sowas wie einen kleinen. Das, was quasi die Untergebenen auch haben. Das werden wir auch reinmachen. Erstmal gucken wir, ob der Nupsi hier drüben auch überhaupt aussieht. Wenn wir das hier drüben so lassen. Ja, ist doch in Ordnung. Das wird dann. Uiuiui, das wird ganz schön hoch. Aber das ist nicht schlimm. Oh, jetzt habe ich aber ganz schön nach hinten gezogen. Meine Nase, die füllt sich gerade wieder mit Kot. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Willy langsamer rennt. Kann das sein? Wir haben ja auch Schweine. Schade, dass man von Schweinen keine Leder, kein Leder bekommt. Denn Leder sollte es, könnte man ja eigentlich doch auch von Schweinen bekommen. Du dumme Sau! So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen. Ja, hier drüben den Kram brauchen wir eine Fuhre. So, da müsste doch reichen. Ach nee, und wir brauchen noch ein paar. Diese Dinger hier. So, das sind 12, reichen doch, oder? Somit können wir noch welche herstellen. Wir brauchen Glas. Glas. Nehme ich beides mit. Wir brauchen eine Tür. Was wir heute an Türen verbrauchen, Mensch. Das ist ja gerade eine richtige Türfolge. Und wir brauchen Klasse, wir brauchen Stöcke und wir brauchen noch mal ein paar Zäune. Jetzt habe ich das Wort auch wieder gefunden. Ich mache gleich mal ein paar mehr Zäune. Wir können dann ja, wir wollen dann ja eh mal schnell abernten gehen. Wir brauchen. Das Gold reicht sogar genau aus für einen goldenen Helm. Sehr gut. Der sieht zwar ganz schön kacke aus, aber das ist ja alles erstmal zweitens, weil Gold ist ja echt mit echt das sinnfreiste Material, was es gibt. Das hat keine guten Eigenschaften. Ist nicht so selten wie Diamant. So, wir haben Fackeln. Fackeln nehme ich jetzt einfach noch mal mit. Hier war doch vorhin ganz viele Fackeln hier. 64, um genau zu sein. Und wir brauchen noch eine Truhe. Aber wo sind unsere ganzen Truhen hin? Wir hatten doch mal so viele Truhen. Ach so, die sind alle hinten, ne? Die sind alle hinten. Das weiß ich schon. Mache ich eben noch mal eine. Jetzt rammeln wir dahinter. Guck mal da oben, wie das alles so alles noch rohbaumäßig aussieht. Aber das ist eben Etage 2, ne? Da wo schläft eben der Kommandant.
Kommandante. Der Chef, würde ich mal sagen. Der ganzen Bude. Bude. So, dann machen wir das hier weg. Weil da kloppen wir jetzt. Jetzt habe ich hier Pflasterstein. Okay, ich war jetzt nämlich schon erschrocken. Steinziegel. Machen wir hier Steinziegel drauf. Die machen wir da drauf. Mist, jetzt müssen wir erst mal hier hoch. Babam. Babababam. Und hier, babam. So. Passt. Jetzt hier den Kram drauf. Nicht den, sondern den. Das sieht sonst kacke aus. Den. Gut. Ich mache hier keine Klappe dran. Ich habe überlegt, ob ich hier eine Klappe drauf mache, aber ich lasse es. So. Genau. Und jetzt machen wir nur noch die drei hier. Dann hätten wir das entsprechende Bauwerk schon mal gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt brauchen wir den Kram. Und ja, setze ich die erstmal hier hin. Eine hier. Kann man schön zentral anlegen, sehr gut. Das reicht eigentlich schon. Die eine Fackel reicht quasi schon fürs ganze Zimmer. Jetzt legen wir mal ganz flott ein paar Zäune aus. Vier, fünf, sechs. Sechs Zäune. Läuft. Machen hier auch zwei Fackeln hin. Wie unten drunter quasi. So. Und da hat das auch schön, muss ich mal sagen. Da kann man echt nicht meckern, ne? Da hat er hier so ein bisschen seine Ruhe. Kann ja auch übers Hafenviertel gucken. Kann sogar besser gucken als unten die. So, und dann wird's jetzt ernst. Glasscheibenmäßig wird's jetzt ein bisschen ernst. So. 2, 3, 4, 1, 2. Jetzt machen wir hier noch eine Reihe hin. So, das ist halt purer Luxus, ja. Schon ein bisschen luxuriöser. Also auch nicht so schlecht, gell? Kann man mal machen, würde ich sagen. Hier hinten kommt jetzt das Bett hin. An das Bett kommt die Truhe. Oder warte mal, wir machen es anders. Bett. Wir gucken erstmal. Das Bett hier hin. Das hole ich jetzt erstmal, das Bett. So, das Bett würde ich jetzt hier hinstellen. Dann brauchen wir eine Truhe, die müssen wir unten basteln. Die basteln wir jetzt hier auch mal auf die Schnelle. Dann basteln wir noch was, und zwar ein Steinschwert. Gehen hier hoch. So, hier machen wir einfach mal so. Gucken mal. Da kommen diese Sachen rein. Und jetzt haben wir hier noch Platz. Eins, zwei, drei. Eine Dreierreihe. Das fände ich doof. Dann würde ich eher sogar tauschen. Aber hier direkt neben die Tür. Das ist doch kacke. Jetzt mal ehrlich, das ist doch Mist. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das Mist. So, muss ich mir jetzt noch mal was überlegen. So, wir gucken uns das jetzt mal von unten an. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Ich bin ja immer sehr interessiert, wie solche Sachen in der Dunkelheit aussehen. Der Mann, der braucht Licht. Hier unten ist er schummriger. Hier wird auch mal mehr einer getrunken.
oder zwei, sagt die Uhr. Herrlich, wir haben Zeit. Na hier, genau, quasi genau drunter. Ah, Mist, eigentlich hätte ich da oben auch... Also das ist schon in Ordnung, da oben mal ein bisschen Zaun zu verwenden. Kann man doch mal machen, oder? So...